Ja, für alle Kinder war das immer der erste Museumsbesuch. Und das fing damit an, dass man in der Schule erstmal erklären musste, was ein Museum überhaupt ist. Dass man da nicht alles anfassen kann und dass man die schönen Dinge sich anschaut und sich genau anschaut und so weiter. Und dass die Dinge eine Geschichte erzählen. Und dann habe ich auch immer die Aufgabe gestellt, sie möchten sich hinterher eine Sache aussuchen, die ihnen ganz besonders gefällt. Und so bin ich also oft mit dem dritten oder vierten Schuljahr hier gewesen. Die anderen waren dann meist noch zu jung. Aber dann gab es ja schon die Heimatkunde und so weiter. Später war es der Sachunterricht und dann konnte man diese Themen mit einbauen. Und mir hat das immer großen Spaß gemacht. Und ich muss sagen, die Kinder, die waren so begeistert. Also wenn man sie hinführt und ihnen erklärt, was das ist und warum die Bilder hier hängen und wer das ist, der das gemalt hat. Oder man hat von der Familie Kuckuck mal erzählt, die hier in diesem tollen Haus gewohnt hat. Dann konnte man wirklich schon sehr junge Kinder, die wirklich sonst keinen Bezug zu diesen Dingen haben von zu Hause her, doch sehr für die Sache, das können Sie wahrscheinlich auch bestätigen. Ja, das hat Spaß gemacht. Oh, ich finde ein ganz eminentes. Denn damals gab es ja in dem Sinne kein Museum hier in Kleve. Und das war jetzt ein Novum. Dann durch den Krieg war ja sehr vieles verloren gegangen. Und man hat dann ja alles, was noch da war, irgendwie versucht zu retten, zu sammeln. Und dann brauchte man schließlich ja auch einen Ort, wo man die Dinge dann ausstellen konnte. Und später kam dann dieses Interesse für Barend Cornelius Kuckuck dazu. Aber das wissen andere besser als ich. Ich finde es sehr wichtig, denn einmal hat Barend Cornelius ja, und überhaupt die ganze Familie ja Beziehung zu den Niederlanden. Und die Niederländer finden etwas Vertrautes hier. Man kann also immer, wenn man mal Gäste hat und man hat Zeit, auch mal hier ins Haus gehen und mit ihnen das hier anschauen. Und man findet immer nur begeisterte Zuhörer und Zuschauer. Dass es auf jeden Fall erhalten bleibt und dass es eine große Strahlungskraft entwickeln kann, dass auch sehr, sehr viele Klever Bürger dieses wunderschöne Haus kennen und lieben lernen. Thank you.